So, ich habe es vorhin schon gesagt, Sie sind heute hier in der Funktion einer Bürgerkommission und Sie haben jetzt die Möglichkeit, Fragen an die drei Botschafter zu richten. Es soll jetzt zunächst mal um Verständnisfragen zu den drei Visionen gehen. Zum Diskussionsteil kommen wir dann später. Haben Sie denn Fragen an die Botschafter zu den jeweiligen drei Visionen? An sich würde mich von allen drei Sprechern interessieren, wie die Lebenserwartung in den jeweiligen Modellen gestiegen ist. Also ja, wie ich gesagt habe, haben wir auch immer noch starken medizintechnischen Fortschritt. Das hat natürlich dazu beigetragen, auch die Lebenserwartung deutlich zu erhöhen im Vergleich zu 2017. Genau, man muss allerdings dazu sagen, eine große Kontroverse bei uns in der Gesellschaft ist auch, bis wann die technische Erhaltung von Leben eigentlich sein sollte, weil wir mittlerweile sehr leistungsfähig sind von technischer Seite. Und das sind sozusagen bisher noch unausgegorene Fragen bei uns. Bei uns ist die Lebenserwartung gleich geblieben. Auf der einen Seite ist es allerdings so, dass sie gleich geblieben ist, weil wir jetzt gesünder leben und quasi mehr Zeit haben, mehr uns quasi auch in der Natur bewegen, mehr körperlich tätig sind und so, dass quasi manche Gesundheitsrisiken abgenommen haben. Gleichzeitig ist sie aber auch nicht gestiegen, weil wir uns eben im Gegensatz zu euch dagegen entschieden haben, die Hochtechnologie im Alter oder im Sterbensprozess quasi noch weiter fortzuführen, sondern da haben wir quasi einen Strich gezogen und sind da quasi, wie soll man es sagen, recht auf eine Art sehr radikal, dass wir quasi ein erfülltes Leben bieten, auch quasi ein gutes Ende bieten, aber keine Technik zur Lebensverlängerung anbieten. Ja, also wir sind noch dabei, die Delle aus der Krisenzeit wieder gut zu machen sozusagen, da ist die eine Weile lang gefallen. Aber mittlerweile, also für Neugeborene gehen wir aus von deutlich über 90 Jahren und wir setzen vor allem auf Assistenztechnologien für Ältere. Also damit die Leute nicht in Pflegeheim kommen mit 70 und dann 20 Jahre vegetieren oder so. Ja, mich würde insbesondere bei der Republic of Making und Automatia interessieren, was denn mit der, also es ging ja darum, dass bei der Republic of Making eigentlich jeder an der Innovation beteiligt ist und dass das sozusagen der ultimative Volkssport geworden ist. Und bei Automatia, dass diejenigen, die arbeiten, programmieren oder Technik warten, weiterentwickeln und so weiter. Es gibt ja durchaus Personen in der Gesellschaft, für die das einfach nicht im Naturell liegt, die vielleicht für, sagen wir mal, etwas einfachere Arbeit geschaffen sind. Wenn das alles durch Maschinen ersetzt wird oder einfach nicht mehr stattfindet, was macht man mit Leuten, die vielleicht nicht dazu in der Lage sind, neue, kreative, innovative Konzepte zu entwickeln oder zu programmieren? Soll ich das? Also zunächst einmal haben wir auch gesagt, es ist eine Zumutung, Arbeitnehmerinnen, die schon im fortgeschrittenen Alter sind, jetzt noch irgendwie von der Werkbank zum Java-Programmierer irgendwie zu pushen. Ja. Aber grundsätzlich gehen wir davon aus, also gerade was jetzt den Erziehungssektor anbelangt, dass jetzt nicht Menschen zu höheren geboren sind oder zu niederen Tätigkeiten oder so, sondern dass es halt an gesellschaftlichen Umständen liegt, in denen sie sozialisiert sind. Ne? Und dementsprechend bemühen wir uns, dass jeder so was findet in dieser Gesellschaft, an dem er Spaß hat oder sie. Ne? Und wenn es halt im Zweifel, also wir haben relativ starke Angebote, einerseits einfach länger im Bildungssektor zu bleiben, also sehr lange zu studieren zum Beispiel, oder aber sich früh verrenten zu lassen. Also insofern, sich früh verrenten zu lassen. Das war auch eine große Welt. Ja, genau. Also bei uns ist es viel, viel einfacher geworden, an Innovationsprozessen teilzuhaben, sei es individuell, aber sei es auch in eben diesen gemeinschaftlichen Prozessen, die ich erwähnt habe. Deshalb machen da auch sehr viele mit und die meisten auch gerne. Wir haben allerdings tatsächlich eine neue Unterschicht bei uns, die sich gar nicht so sehr durch niedriges Einkommen auszeichnet, sondern durch quasi den oftmals aktiven Verzicht auf Innovation. Das sind dann meistens Menschen, die in den klassischen Industriesektoren weiterarbeiten. Genau, also sozusagen, wir haben da schon auch eine neue Spaltung bei uns in der Gesellschaft erzeugt. Wie wird das Grundeinkommen bezahlt?
Also es gibt ja verschiedene Modelle von Grundeinkommensbezahlung. Wir haben uns dazu entschieden, quasi die noch verbleibenden Firmen quasi hoch zu besteuern und daraus quasi das Grundeinkommen zu bestreiten in unserer Gesellschaft. Ja, ich weiß nicht, ob die Frage auch so an mich gerichtet war. Also wir haben auch kein Grundeinkommen im engeren Sinne, sondern eine sanktionsfreie Grundsicherung. Das heißt, gewisse Kriterien müssen erfüllt sein. Also unter anderem, weil wir uns einfach aus gerechtigkeitstheoretischen Gründen haben wir nicht eingesehen, dass jetzt Leute, die schon extrem viel Vermögen haben oder so, auch ein Grundeinkommen bekommen sollten. So. Genau, und wie das bezahlt wird, naja, wenn man sich anschaut, wie läppisch die Beträge waren, die man teilweise durch Sanktionen einsparen kann im Sozialsektor, dann waren das eigentlich jetzt gar, das war kein großer Wurf sozusagen gesellschaftlich, dass man die paar, die halt arm sind und keine Arbeit haben, durchfüttert. So. Wovon lebt man in der Republic of Making? Also man kann ja viel selbst produzieren, aber irgendwoher muss man ja die Rohstoffe dafür kriegen. Wovon lebt man da? Wie funktioniert das Wirtschaftsmodell? Genau, das Wirtschaftsmodell funktioniert durch die Dreiteilung, die ich angesprochen habe. Also wir haben in den Bereichen Rohstoffe, Lebensmittel, haben wir eigentlich noch klassische industrielle Produktion, die auch so den Grundbedarf quasi deckt. Gleichzeitig haben wir sehr viele innovative Nutzungsmodelle für diese Rohstoffe, das insbesondere durch diese kleineren Firmen geleistet wird, die eben von dem öffentlichen Wissen profitieren. Und dann ist da noch die ganze Freiwilligenarbeit, die sich in ganz unterschiedliche Bereiche erstreckt. Also es gibt auch viele, die sozusagen sich freiwillig in Bildung engagieren. Und so ergibt sich quasi in jedem Lebensbereich gibt sich oftmals so ein Mix aus diesen drei Säulen unserer Wirtschaft, die teilweise auch sehr vernetzt dann gesellschaftliche Bedürfnisse befriedigen. Also wie wird hier, werden Nahrungsmittel produziert, wie werden die global gehandelt oder gibt es hier regionale Kreisläufe, solidarische Landwirtschaft vielleicht oder andere Ideen? Also ja, ich habe so eine Frage schon geahnt. tatsächlich versuchen wir schon eher regional zu produzieren, was dann durchaus zum Beispiel auch heißt, dass wir sowas, was man früher Gewächshäuser, ja, also dass wir die Technologie noch ausgebaut haben, dass man vielleicht auch Früchte, die sonst nicht vor Ort wachsen würden, vor Ort anbauen kann. Wir haben uns aber dazu entschieden, tatsächlich doch eher die Produktion von Agrargütern zentralisiert zu belassen, einfach weil uns das der effizientere Weg schien, statt jetzt die Landschaft zu zersiedeln mit vielen kleinen Biohöfen, einige zentrale Anlagen und der Rest wurde quasi wieder aufgeforstet und der Natur zurückgegeben. Und das war der Pfad, den wir beschritten haben. Es schien uns auch für den Einsatz unter Technologien, also das war tatsächlich ein bisschen technologisch induziert, für so große GPS-gestützte Traktoren ist das schwierig auf kleinen Feldern und so. Und wir wollten ja Arbeit einsparen. Das klang mir jetzt in allen Konzepten oder zumindest in zweien ziemlich stark nach Autarkiebestrebungen. Wie sieht denn das aus in euren, Staaten oder staatsähnlichen Gebilden mit Beziehungen nach außen? Gibt es da noch ein Ausland? Ist alles Inland? Was passiert, wenn das vermeintliche oder wirkliche Ausland andere Konzepte verfolgt, als ihr mit euren Konzepten unterwegs seid? Könnte es noch zu kriegerischen Verwicklungen kommen? Muss man alle lieb haben oder wie sieht es aus? Also wir haben hier auf den ersten Blick drei sehr unterschiedliche Strategien vorgestellt, aber wir haben auch viele Gemeinsamkeiten festgestellt. Zum Beispiel setzen wir zum Beispiel auf einen Ideenausgleich mit der Republic of Making, um auch um unsere Eigenproduktion zu unterstützen und quasi den digitalen Austausch auch zu fördern. Also da sind wir sehr abhängig von guten Ideen. Ihr seid abhängig teilweise von hochqualitativen Lebensmitteln aus unserer Republik, die dann immer wieder nachgefragt werden. Und die wir dann dahin tatsächlich auch verkaufen. Also Handel findet statt, aber wir haben quasi auch
quasi Kooperationsmöglichkeiten oder Ansatzmöglichkeiten, weil wir ja auch ähnliche soziale Ideen verfolgen, zwar auf ganz unterschiedlichen Ebenen, aber doch quasi den Austausch von Erfahrungen mit der Grundsicherung oder dem Grundeinkommen oder quasi auch, so sehe ich das zumindest, quasi mit dieser neuen Freiheit auch umgehen zu können, quasi weniger in bezahlter Arbeit zu arbeiten und mehr Freizeit zu gestalten. Ja, genau. Also wir beziehen viele unserer Rohstoffe, die unsere eigene Industrie nicht liefern kann, aus Automatia. Gleichzeitig sind wir sehr gut vernetzt mit anderen Ländern, weil wir neue Technologien exportieren und auch sozusagen stark im Bildungsbereich sind. Oftmals kommen auch Studierende aus anderen Ländern zu uns, um an unserem öffentlichen Wissen von dem zu lernen. Wenn sich nicht genug Freiwillige finden, wenn zum Beispiel das Wetter über mehrere Monate schlecht ist oder so, haben wir auch Probleme mit den Lebensmitteln. Wir sind da dann auch schon angewiesen auf gute Beziehungen zu anderen, um das eben über Märkte auch zu beziehen. Unter anderem auch natürlich aus Freiland. Und genau, aber ja, es gibt auch bei uns immer wieder Versuche, sozusagen Hightech-Waffen herzustellen. Das ist nicht zum Lachen. Wir setzen da natürlich intern auf eine Selbstkontrolle unseres öffentlichen Wissens mit einer engagierten Zivilgesellschaft. Bei uns ist dann allerdings mittlerweile zum Problem geworden, dass das Wissen auch aus dem Land sozusagen fließt. Und es könnte schon sein, dass sich in der Richtung vielleicht auch Spannungen ergeben. Dann vielen Dank bis hierher. Wenn Sie noch Fragen hatten, heben Sie sich auf für die Diskussion. Wir werden dann gleich noch Zeit haben. Wir werden jetzt erst wieder in die Gegenwart zurückreisen und die Botschafter werden dann auch aus ihren Rollen schlüpfen. Wir sind wieder hier am Institut angelangt, sie sind wieder Wissenschaftler und dann möchten wir mit einem kleinen Stimmungsbild weitermachen. Los geht's. Ja, willkommen zurück. Ich habe es gerade eben schon angekündigt, wir möchten jetzt gerne ein kleines interaktives Stimmungsbild mit Ihnen machen. Sie haben es vielleicht schon bemerkt, Sie haben jeweils zwei farbige, beziehungsweise eine farbige und eine weiße Karte auf Ihren Stühlen. Und wir möchten Ihnen jetzt gerne die Frage stellen, welche Zukunftsvision in Ihrer Ansicht, Ihrer Meinung nach wünschenswert ist und welche auch umsetzbar ist. Wir werden das Ganze dreimal machen, das heißt für jede Vision, die uns jetzt vorgestellt wurde. Sie können entweder die gelbe Karte heben, wenn Ihrer Meinung nach die Vision wünschenswert ist. Sie können zusätzlich die weiße Karte hochhalten, wenn Sie denken, dass sie auch gleichzeitig umsetzbar ist. Sie können aber auch nur die weiße Karte hochhalten, wenn Sie denken, ja, die Vision ist wahrscheinlich umsetzbar, aber besonders toll finde ich sie nicht. Oder Sie können natürlich auch keine Karte hochhalten. Ich bitte Sie deutlich, die Karten hochzuhalten und einen Moment oben zu behalten. Wir werden die dann nämlich zählen und haben dann das Stimmungsbild hier vorne und können damit dann, glaube ich, ganz gut in die Diskussion starten. Also es scheint so, Freiland hat Ihnen ganz gut gefallen, aber Sie denken, es ist nicht so ganz realistisch, das umzusetzen. Und hingegen hier unten sehen wir so ein bisschen ein umgekehrtes Bild. Sie denken, das ist umsetzbar, geht vielleicht auch schon so ein bisschen in die Richtung, aber so richtig gut gefallen tut es Ihnen irgendwie auch nicht. Genau, ich glaube, mit diesem Bild im Hintergrund, das vielleicht nochmal Anregung gab für die ein oder andere Idee, die Ihnen gekommen ist oder so, können wir jetzt eigentlich ganz gut in die Diskussion starten. Nachdem ich die drei Länder jetzt so gehört habe, würde ich eigentlich fast eine Kombination vorschlagen aus allen, weil sie, finde ich, teilweise ein bisschen sich gegenseitig ergänzen. Die automatische Herstellung von Waren wird in der Republic of Making benutzt und benötigt, weil sonst hat man keine Bauteile, mit denen man Sachen herstellen kann oder Making, also etwas selbst herstellen zu können, sind günstige und Teile, die in Massenproduktion gefertigt sind, notwendig. Und Freiland wieder bringt einfach dem Menschen persönlich was. Und da, denke ich, würde ich eine Kombination von den dreien vorschlagen. Ja, also als wir uns im Vorhinein getroffen haben, um die Vision zu diskutieren, haben wir da oft drüber gesprochen, dass wir eigentlich viele Sachen teilen. Also wir teilen quasi
die Idee, dass man quasi weniger fremdbestimmt arbeiten sollte und mehr quasi Selbstbestimmung finden sollte, quasi in dem, was man tut, dass man einfach auch eine hohe Zufriedenheit im Selbermachen, dass wir jetzt eine Gemeinsamkeit bei uns beiden findet quasi und dass man eben auch so eine eigentlich eine retardierte ökologische Vision, wie ich sie vorgestellt habe, quasi mit so neuen Technologien einfach auch unterfüttern muss, um sie quasi zeitgemäß zu machen. Also von daher, und klar, diese Fortschritte in der Automatisierung sind nicht zurückzudrehen, damit muss man irgendwie umgehen und diesen Schwenk, das quasi kreativ und in einer guten Weise quasi für sich zu nutzen, ist was, was quasi an den anderen Ideen auch gut tun würde. Aber ja, es ist ein ganz wichtiger Hinweis. Ja, also ich denke auch, wir hatten auch in der Vorbereitung eben genau oft dieses Gefühl und haben uns dann entschieden, teilweise sogar ein bisschen zuzuspitzen, damit man überhaupt noch eine schöne Differenz hinbekommt. Also ich zum Beispiel würde sagen, bei meinem Szenario ist ja die ökologische Frage völlig unterbelichtet. So. Also kommt gar nicht vor, obwohl halt produziert wird wie verrückt. Ja. Und insofern hätte man sehr viel von dem anderen Szenario zu lernen. Und andererseits fand ich es auch bemerkenswert, dass wir jetzt in der Vorbereitung dieses Abends uns auf das Schema des Eingangs also gezeigt wurde, festlegen mussten, nämlich dass nochmal ein Krisenschub kommt sozusagen. Also dass eine Gesellschaftstransformation so richtig eigentlich nicht plausibel zu machen ist, ohne dass es wirklich Verwerfungen gibt, gesellschaftliche. Und da würde ich eben sagen, da wäre zum Beispiel von den Fab Labs viel zu lernen, weil also das sind aus meiner Sicht gerade Strukturen, wie man neue Produktionstechniken der Allgemeinheit zugänglich machen kann, ohne dass man jetzt auf einen Knall warten muss oder so. Ja. Genau, persönlich finde ich natürlich auch, da kann man prima Ideen hin und her verknüpfen und so, aber was uns ja auch wichtig war, wir haben jetzt die Dinge, diese Zukunftsvisionen auch nicht am Schreibtisch erfunden, sondern die nehmen alle drei ihren Ausgang an bestehenden Ideen und Konzepten, manchmal auch sozialen Bewegungen, die es jetzt schon gibt oder die es auch teilweise schon längere Zeit gibt. Und wir haben es quasi das einfach nochmal ein bisschen kondensiert auf die Essenz hin. Und dann ist es schon so, dass sozusagen, wenn wir gegenwärtig schauen, wo es so Versuche gibt, gesellschaftlichen Wandel auch mit Technik voranzutreiben, dass es ja immer nur sehr spezifisch ist und sozusagen nie eine komplette Gesellschaft dabei sozusagen auch mitgedacht wird oder geht ja auch gar nicht. Also. Und sozusagen hat quasi die, wie soll man sagen, so die visionäre Praxis, die es auch in der Gegenwart schon gibt in manchen Bereichen, sei es jetzt zum Beispiel in manchen Fab Labs oder sei es auch in Bestrebungen, so Postwachstumsexperimenten, die haben ja ihre blinden Flecken auch. Und genau, von daher. Wenn man jetzt so an die alten Politikmodelle anknüpft, wo ja viel auch mit, Gewinnstreben zu tun hat, mit Wachstum, mit Überholen, mit Erster sein, mit Wettbewerb. Da hat man, wenn man euch hört, so das Gefühl, wir bräuchten nicht nur neue Technik, wir bräuchten auch einen neuen Menschen. Also ich kann mir das technisch schon vorstellen, wenn man sieht, was heute alles möglich ist, aber man bräuchte einen Menschen, der sich nicht mehr hervorheben will, anderen gegenüber, der nicht Erster sein will, der nicht immer mehr haben will, der niemand ausnutzen will. Also ich könnte mir fast vorstellen, dass dieser neue Mensch das größere Problem sein wird als die neue Technik. Also dahingehend wäre auch meine Frage, wie bereitet man eine Gesellschaft darauf vor, auf diese wunderbaren Entwicklungen, Ausgeglichenheit, jeder teilt miteinander, Gemeinwohl wird unterstützt. Eine wichtige Frage. Also wir haben uns ja quasi gesagt, wir beschäftigen uns mit Gesellschaftsvisionen, nicht mit Technikvisionen. Wir wollten an diesem Abend auch ganz gezielt positive Visionen bedienen quasi. Und zu so einer positiven Vision gehört natürlich auch ein guter Mensch quasi. Und was ich für meine Vision für die Postwachstumsgesellschaft sagen kann, ist, dass halt eine These ist, wenn man sich quasi von diesem Leistungsdruck oder von dieser Wachstumsorientierung frei macht quasi, dass da quasi dass einfach auch mehr Freiheit dafür da ist, sich quasi für sich selbst zufriedenstellender zu entwickeln. Aber es ist natürlich eine große Herausforderung. Wir haben bestehende Anerkennungsstrukturen in der Gesellschaft, die richten sich auf Einkommen und Status. Das ist auch schon sehr lange so, das lässt sich auch nicht einfach wegretuschieren. Das ist einfach ein sehr voraussetzungsvolles
vorgehen und bedarf quasi viel guten Willens von allen Seiten, guten Anreizmechanismen natürlich auch, aber es ist natürlich ein großer Wandel quasi auch des Menschenbildes erforderlich. Genau, wir hatten ja auch alle drei so ein bisschen so eine Theorie des Wandels drin, also wie kommt dann die neue Gesellschaft aus der alten raus? Da habe ich betont bei mir, dass da auch viel so zufälliger, ungeplanter Wandel war mit der sozusagen Digitalisierung. Es gab Spannungen zwischen den Nutzerinnen, die sich immer stärker als sozusagen digital vernetzt wahrnehmen und den Firmen, die das im Eigeninteresse irgendwie eng halten wollen. Und ich glaube auch, da ist, also ich glaube schon daran, dass es sehr wichtig ist, auch sozusagen durch kulturellen Wandel voranzutreiben, aber auch politisch versuchen mitzugestalten. Aber dass wir auch den sozusagen spontanen gesellschaftlichen Wandel nicht unterschätzen dürften. Gerade jetzt auch in der Zeit mit Digitalisierung, wo sich auch ohne, dass es einen Masterplan gibt, ganz fundamental unser Selbstbild und auch das Bild unserer Gesellschaft ändert, sei es durch positive oder durch negative Erfahrungen. Und genau, das, also meiner Wahrnehmung nach haben wir derzeit irgendwie so eine sehr viele neue Möglichkeitsräume, aber noch keine guten Strukturen, die auch wahrzunehmen oder zu fördern. Und deshalb wollte ich da auch nochmal so ein bisschen das Ungeplante hervorheben. Und was wir alle drei auch betont haben, ist, dass auch nicht nur ein Wandel jetzt einzelner Menschen ist, wie die über sich denken, sondern dass es ja auch schon um einen Wandel der sozialen Organisation geht, sei es von Arbeit oder von Freizeit. Und das ist natürlich auch wichtig, das ist ein gesellschaftliches Projekt. Das haben wir teilweise historisch hinbekommen, da aktiv mitzugestalten. Manchmal hat es besser, manchmal hat es schlechter geklappt. Und genau, alles andere ist sozusagen die Frage, wo finden solche Visionen Eingang und bei wem und was passiert dann? Ja gut, jetzt habe ich natürlich das Problem, wenn so zwei kluge Leute vor einem reden, hat man nicht so viel Kluges mehr zu sagen. Aber also was ich schon interessant fand, war ja auch in Christophs Vision diese Überlegung, es gibt eine neue Unterschicht und die am gesellschaftlich angesehensten sind, sind diejenigen, die am innovativsten quasi erscheinen. Was ja schon darauf hinweist, dass sich quasi die Anerkennungsstruktur der Gesellschaft irgendwie verschoben haben könnte. Ne? Und also als Historiker möchte ich so ein bisschen den Punkt stark machen, wenn man die heutigen Anerkennungsstrukturen in der Gesellschaft vergleicht mit jenen irgendwie unter dem Feudalismus oder in der Antike oder so, dann hat sich ja auch einiges ziemlich gewandelt. So. Und ich glaube, schon dieses Bild des Homo economicus, wie es heute vertreten wird, ist eigentlich eine streckenweise eine Karikatur der realen Zustände erstmal. Und dann wäre halt die Frage, wenn man den Übergang vom Feudalismus zur heutigen Zeit irgendwann mal hinbekommen hat als Menschheit, ob nicht das dann sogar der kleinere Sprung wäre, sozusagen. Ja. Und was ich auch beachtlich fand, also das ist ein sehr wichtiger Punkt, auf den da hingewiesen wurde, wenn man sich so an der Schnittstelle bewegt von Gesellschaftstheorie und Technikreflexion, dann ist eine Sache relativ schnell sehr verwunderlich, und zwar, dass man wirklich fast einen beliebigen Feuilleton aufschlagen kann von irgendeiner Zeitung und da liest man dann über die Möglichkeit, vielleicht in 20 Jahren Gehirne auf den Rechner hochzuladen oder was weiß ich. Ja. Was man davon technisch halten mag, ist die eine Sache, aber das zeigt, dass auf technischer Ebene enorm viel vorstellbar ist, sozusagen. Ja. Aber dass dann andere Forderungen, so wie wir lassen niemanden auf der Straße schlafen, wenn es Leerstand in der Stadt gibt oder solche Dinge, ja, dass das völlig unvorstellbar scheinbar scheint, teilweise. Ja. Und dass es da eine ganz große Diskrepanz gibt quasi zwischen dem, was man sich auf technischer Ebene vorstellen kann und zwischen dem, was man sich auf sozialer Ebene vorstellen kann. Und das wäre vielleicht was, woran man arbeiten kann. Ja, magst du noch? Darf ich noch ganz kurz hinzufügen? Also was mir jetzt auch noch aufgefallen ist, was eigentlich eine große Gemeinsamkeit oder auch eine Hypothese, eine Unterstellung von uns allen war, ist, dass einfach dieser Rückbezug aufs individuelle Wohlergehen, quasi so diese individuelle Erfüllung und Zufriedenheit eigentlich zu mehr Kooperation führt.
sei es quasi in meiner Gesellschaft, wo es quasi diese Rückführung aufs Weniger ist, in deiner Gesellschaft, wo es ums Tun geht und ums Teilen, und in deiner Gesellschaft auch, wo man quasi auf gewisse Wohlstandsmehrung verzichtet, indem man quasi weniger arbeitet, tatsächlich auch für die Gesellschaft. Also so quasi diese Rückbesinnung aufs Individuum als eine Voraussetzung für mehr, vielleicht für ein besseres Menschenbild, aber das quasi als unsere Arbeitshypothese. Also teilweise ist es schon beantwortet worden, aber mich würde schon interessieren, wie gehen Ihre drei Länder mit der globalen Wirtschaft um? Die werden sich ja diese drei Länder nicht einfach so aus der Tasche ziehen lassen und sagen, ja, macht ihr das jetzt mal so menschlich und schön und individuell, sondern da gibt es ja wahrscheinlich wahnsinnige Konflikte. Die lassen sich diese Wettbewerbsgedanken bei den Menschen ja nicht einfach so rausoperieren. Ja, ich kam ja vorhin nicht zur Sprache, weil auch schon so viel Gutes gesagt worden war. Ich hatte tatsächlich in meinem Konzept am Anfang so die Idee, dass zur Zeit der Transformation diese Gesellschaft dann auch unter harte Wirtschaftssanktionen gestellt wurde, so, und dass sich das dann irgendwann umdrehen würde, dass man quasi seinerseits Sanktionen als bessere Gesellschaft ausruft auf ethischer Basis sozusagen. Also wenn sich zum Beispiel an gewisse Standards nicht gehalten wird und solche Dinge. Ja. Und ich glaube, die Einschätzung ist sehr richtig, dass also man konnte sie, glaube ich, auch in den letzten Jahren ein paar Mal beobachten, ne, dass nationale Alleingänge furchtbar schwierig sind. So, ne. Und also das stellt dann natürlich die Frage, wie man vielleicht auch transnational Gesellschaftstransformation denken kann. Ne. Ich habe mir tatsächlich bei der Vorbereitung von meiner Vision gedacht, wenn ich jetzt viel über lokale und regionale Kreisläufe spreche und über eine neue Währung und so weiter und so fort, das sind ja eigentlich Phänomene, die wir heute als sehr krisenhaft wahrnehmen, sei es in Großbritannien durch den Brexit oder einfach auch durch die Situation in den USA. Also man muss dann natürlich sehr, sehr vorsichtig sein mit solchen Forderungen der Auflösung von globaler Arbeitsteilung oder globalen Zusammenhängen. Aber ich glaube, es kommt natürlich trotzdem auf ein gutes Gleichgewicht an, der Stärkung lokaler und regionaler Kreisläufe, die ja wieder quasi mehr Raum zu geben, quasi da, wo es notwendig ist, aber gleichzeitig natürlich nicht globale, gut funktionierende Kooperationsmodelle, die ja auch vorhanden sind, aufzukündigen. Es geht, glaube ich, um eine Reform von schlecht funktionierenden globalen Prozessen. Ich glaube auch so, das Thema globales Wirtschaftssystem ist natürlich was, das die Handlungsfähigkeit Einzelner und auch Nationalstaaten auch sowas selbst von der EU übersteigt. Auf der anderen Seite, ich glaube sozusagen, dass es weder so ist, dass unsere globale Wirtschaft einfach nach ihren eigenen Gesetzen kontrollelos läuft, noch ist es so, dass sozusagen die vermeintlich die Mächtigen das alles die ganzen Fäden in der Hand haben, sondern irgendwo die Realität muss sich irgendwo dazwischen finden. Und dann gibt es schon Formen, das auch aktiv zu gestalten. Das wurde ja auch sozusagen gemacht, auch sowas wie globaler Freihandel war ja ein großes Gesellschaftsprojekt sozusagen, das über die letzten Jahrzehnte stattgefunden hat. Und entsprechend quasi anschließend an euch beide, halte ich es zumindest für vorstellbar und auch für möglich, dass man da auch andere Wege wieder begeht und sozusagen im Zusammenschluss größerer Einheiten sozusagen versucht, zumindest so Steuerungsimpulse auch reinzugeben in dieses globale Wirtschaftssystem. Mich würde interessieren, wie sich diese drei Länder im Hinblick auf das Bevölkerungswachstum entwickeln, auch insbesondere mit dem Abkehr von dem Wachstumsgedanken wirtschaftlich und wie da dann der Lebensstandard beibehalten wird. Und die zweite Frage, die sich da anschließt, ist natürlich, das war jetzt aus Perspektive von einer wirtschaftsgebeutelten Industrienation, wie sieht es denn mit den Entwicklungsländern aus? Das sind natürlich die kritischen Fragen, die die Finger in die Wunde der Postwachstumsgesellschaft legen, quasi. Bevölkerungswachstum, das ist was natürlich nicht reglementiert werden kann. Also quasi, wo es natürlich, also diese Postwachstumsdebatte kommt ja eigentlich aus der sogenannten Degrowth-Bewegung. Und da geht es quasi noch nicht mal um ein stabiles Wachstum, sondern um ein Zurück quasi oder eine Reduktion des Wachstums. Und meiner Ansicht nach ist das konzeptionell wahnsinnig schwierig zu vertreten, denn der
Der Lebenszyklus ist ja quasi eines des Wachsenden und eines nicht quasi des Zurückgehenden. Also es quasi geht um Wachstum, aber die Idee ist natürlich auch schon, einfach den Lebensstandard in so einem Postwachstum oder einem eben quasi so zu verstehen, dass es nicht um den materiellen Lebensstandard geht, sondern um den immateriellen Lebensstandard, quasi das Wachstum von Zufriedenheit, quasi vielleicht bei gleichbleibender oder sinkender materieller Zufriedenheit, wo es natürlich nicht darum geht, das zurückzufahren und Krisenphänomene zu haben und quasi viel zu wenig Geld für eine menschenwürdige Lebensführung, sondern quasi eher die Bedürfnisse, die in den letzten Jahren immer wieder gestiegen sind, auch durch die Rebound-Effekte zum Beispiel in der Automobilindustrie und so weiter und so fort, einfach dem was entgegenzusetzen mit einer radikalen Vision und da quasi einfach offene, um quasi auf die immateriellen Güter wieder stärker zu setzen, als quasi immer ein Wachstum von Materialität. Ich meine jetzt, Zum Making ist es tatsächlich so, dass es sich auf reichere und stark technisierte Länder konzentriert, also vor allem in Europa und Nordamerika, also wo es jetzt sozusagen schon stattfindet. Und von Anfang an tauchten da schon immer die Ideen auf, das könnte auch in die Entwicklungsländer eine zündende Idee sein. Ist es auch so ganz zaghaft, immer mal wieder gibt es einzelne Versuche sozusagen, aber genau, also es ist schon sozusagen eine Zukunftsvision, die sehr stark aus dem Kontext von, wie soll man sagen, von Hightech-Gesellschaften sozusagen entstanden ist und da auch sozusagen ihre stärkste Entfaltung hat. Und das ist einer der blinden Flecke sozusagen, die ich vorher auch angesprochen habe. Also ich würde mich auch komplett anschließen, dass so diese internationale Dimension und was mit den Entwicklungsländern auch ein ganz starker blinder Fleck eigentlich von der Automatisierungsdebatte allgemein ist. Also es sind jetzt ein paar Studien tatsächlich erschienen, wo dann untersucht wurde, wie sehen denn quasi Automationspotenziale wohl aus. Ja? Und dann hat man festgestellt, dass gerade in Entwicklungsländern halt noch relativ viel auf wirklich Industrieproduktion gegangen wurde. Also China denkt jeder dran wahrscheinlich, aber auch andere. Und dass da tatsächlich die Automationspotenziale viel höher seien, theoretisch, ja, und dementsprechend die Folgen auch viel dramatischer unter Umständen. Ja. Jetzt ist natürlich bei Automationstechnologien so, niemand kauft sich einen Roboter für eine Viertelmillion, wenn die Leute irgendwie $2 verdienen oder so. Ja. Aber dennoch ist das, glaube ich, ein Teil der Debatte, der auch ganz stark ausbaufähig und würdig ist. Ja. Genau, zur Bevölkerungspolitik. Ja, tatsächlich. Also weil das ist ja so eine, das kriegt sofort einen furchtbar autoritären Drall, ne? Also wenn man da über Bevölkerungsplanung spricht. Was ich schon krass fand, war, also im letzten Club of Rome Report wurde ja zum Beispiel die europäische Ein-Kind-Politik gefordert, mit dem absolut richtigen Hinweis, dass ja der ökologische Fußabdruck von Leuten in der EU viel, 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 viel höher ist als in Afrika oder Indien oder so. Ja. Und ja, aber so wie ich das gesehen habe, hat das auch nicht wirklich aktive Debatten angestoßen, glaube ich, sondern das war so, oh Gott, und dann wurde es beiseite gelegt. Ja. So wird damit. Wenn ich es richtig weiß, war das durch so ein Anreizsystem gekoppelt, also, ne? Dass genau, Frauen, die mit 50 nur ein Kind haben, irgendwie einen Bonus bekommen. Das war die Idee. So. Ja, genau. Ja. Also jetzt, also nicht Verbote oder so, sondern halt, und ich meine, also das Argument war quasi, wir geben Geld aus, um größere Familien zu subventionieren. Warum machen wir es nicht aus ökologischen Überlegungen andersrum? Ja. So, ja. Mhm. Und setzen dann Roboter ein, um die Überalterung auszugleichen. Ja. So, ja. Im Zweifel. Ja. Scheint ein sehr kontroverser Punkt zu sein. Da können Sie sicherlich noch weiter viel drüber diskutieren. Aber hier war noch eine nächste Frage. Dankeschön. Mich würde interessieren, ob Sie der Meinung sind, dass kommunale Strukturen vielleicht in Zukunft wieder mehr an Bedeutung gewinnen. Ich habe jetzt im Freiland, hat man ja so ein bisschen dieses Bild gezeichnet, dass es so ein bisschen ein in sich geschlossenes System, das für sich selbst sorgen kann. Bei der Republic of Making war es auch so, dass durch diese Fab Labs es auch irgendwie ein Zentrum gab der Produktion. Wie sehen Sie das insgesamt? Wird es wieder in der Gesellschaft so kommunale oder Gemeinschaften mehr an Bedeutung gewinnen gegenüber diesen großen Städten mit ein bisschen, wo man vielleicht auch ein bisschen den Überblick verliert? Ja, wäre auf jeden Fall sehr wünschenswert. Ein Weg geht ja auch dahin, quasi in Städten wieder mehr kommunale Strukturen aufzubauen. Also quasi, dass man Stadtteile wieder stärkt und da quasi einfach auch, ich meine, es gibt ja ein
ungebrochenen Trend zur Urbanisierung hin, also quasi, dass man da quasi das, was gut in Kommunen ist, quasi auch in Städten überträgt, aber so eine stärkere regionale Vernetzung ist auf jeden Fall was sehr, sehr hilfreich ist, quasi auch für den Zusammenhalt. Und ich glaube auch, dass da, also klar, ich schaue mit der Digitalisierungsbrille, aber dass da schon derzeit Transformationen am Werk sind, die gerade so räumliche Dimensionen eigentlich auch radikal verändern und jetzt also nicht so im Sinne von lokal und dann gibt es irgendwann global, dass das alles abgestuft ist nacheinander, sondern im Prinzip kann man die Entstehung von Fab Labs auch so lesen, dass dieses sozusagen dieses übers Internet, das Internet als Einzelner in so einer Gruppe zu kooperieren, ist irgendwie an Grenzen gestoßen und deshalb war so die Notwendigkeit, wenn wir da eh jetzt digitale Maschinen, die man auch anfassen muss, nutzen muss, haben, dann müssen wir uns auch lokal sozusagen zusammentun und kollaborieren. Allerdings, und das ist das Interessante bei gleichzeitiger hochgradiger globaler digitaler Vernetzung. Und ich glaube, so mit diesem Gedanken, so, also quasi die zum einen, dass ich glaube, es wird immer mehr klar, so Digitalisierung ist auch nicht alles, wenn es nur auf dem Smartphone abläuft, sondern immer mehr bewegt sich das ja auch in unsere Städte, in unsere Lebenswelt hinein, auch so als was Gegenständliches, also dass irgendwelche Gegenstände angeschlossen werden ans Internet. Und so, jetzt mal abgesehen vom Internet, aber das lässt tatsächlich so räumliche Koordinationsformen zu, die quasi beides in gewisser Weise haben, also so eine dezentrale, diffuse Vernetzung, die auch manchmal unheimlich sein kann, aber gleichzeitig auch so eine Veränderung des Bezugs zum Lokalen eben. Genau. Ja, ich vermisse ein bisschen die Kreislaufwirtschaft, Ökologie. Also wir haben hier Technik, Sozial, das Ökologische finde ich sehr schwach besetzt. Würde ich gerne noch was dazu hören. Und vielleicht auch mal zu ein bisschen so visionären Sachen, wie ich jetzt kürzlich gehört habe, praktisch nachhaltige Verschwendung zum Beispiel. Ja, also dass man zum Beispiel, man hat Überfluss an Strom, natürlich erzeugt, warum soll man den dann nicht verschwenden? Vielleicht, und solche Ideen. Können Sie da noch was dazu sagen? Ja. Ja, ja. Das stimmt, ja. Das ist nicht so negativ mit Sparen besetzt, was ja oft dann verhindert, dass die Menschen wollen. Das stimmt, also es ist wichtig tatsächlich nicht diesen, das war ja lange Zeit so, dass es quasi so diese Ökologie quasi so ein großes Sparprimat hatte und dadurch einfach sehr, sehr unattraktiv wurde, weil man quasi die Lebensführung sich einfach in eine andere Richtung entwickelt hat. Also der 1-Liter-Auto, was nie gebaut wurde, weil es nie die Nachfrage dafür gab und man jetzt eher mit großen SUVs durch die Gegend fährt. Also klar, das ist einfach, ja, also die... Es wäre als Kreislaufwirtschaft machbar. Ne? Also das ist im Prinzip ja... Mit der Kreislaufwirtschaft erwischen Sie mich persönlich jetzt auf dem falschen Fuß. Also ich glaube, ökologisch, das war ja quasi was ich versucht habe zu betonen, quasi zurück quasi zur einfachen Produktion und zurück quasi auch zu ökologischem Landbau und so weiter und so fort. Also das ist einfach auch die, es ist auch schwierig, die Ökologie hatte einfach eine große Hochphase in den 90er Jahren. Wenn man jetzt quasi in die Gesellschaft guckt, ist es einfach ein schönes Add-on, es ist immer noch da quasi, aber es ist etwas, was nicht mehr so in den Vordergrund gestellt wird, was eigentlich wirklich, also schade ist jetzt auch ein blödes Wort, aber es ist eigentlich sträflich, das nicht mehr zu tun, weil sich natürlich die Umweltprobleme nicht verändert haben. Also es ist, glaube ich, sehr wichtig, das wieder einfach stärker zu thematisieren quasi, auch wenn man über die Digitalisierung spricht, die ganzen ökologischen Nebenfolgen, die werden ja am Rande oft thematisiert. Ich glaube, das muss wieder einen sehr, sehr viel größeren Raum einnehmen. Ich vermisse auch sehr von alle drei die soziale Seite. Wenn man überlegt, dass mit den Fortschritten in der Medizin es anzunehmen ist, dass die Leute immer älter werden, dass es immer mehr bis 38 ältere Leute in der Gesellschaft gibt, dass
ich von Erfahrung sagen kann, dass viele Leute, die sich nur mit der Digitalisierung beschäftigen, auch öfters bedrückt werden. Was machen Sie zum Beispiel mit der Tatsache, dass jeder Fünfte in seinem Leben mal eine Depression hat? Damit wird hier nichts gesagt. Haben Sie da Pläne, was Sie damit machen wollen? Denn ich schätze, wenn sich Leute immer mehr nur mit der Digitalisierung beschäftigen, dass die Depressionsrate beinahe sicher höher wird. Was tun wir da? Was tun wir, dass die Menschen zufrieden sind? Also in meiner Vision habe ich es ja versucht anzusprechen, dass man quasi eine jetzige Gesellschaftsdiagnose ist, dass quasi steigende Zahlen von Depressionen und Burnout einfach auch daran liegen, dass es quasi einen sehr, sehr hohen Leistungsdruck in der Gesellschaft gibt. Die Arbeitswelt ist fordernd, quasi nicht Arbeit zu haben, ist quasi auch nicht Garant für ein zufriedenstellendes Leben. Vielmehr ist es eine Form der Stigmatisierung, die dann wiederum in depressive Momente verfällt. Also quasi mein Weg im Freiland wäre quasi Leistungsdruck rausnehmen und quasi mehr individuelle Zufriedenheit schaffen. Also zur Digitalisierung und führt die eventuell zu mehr Stress oder auch anderen psychischen Einschränkungen oder Krankheiten sogar. Da glaube ich, da ist es auch für uns wichtig, sozusagen gar nicht zu sehr so zu denken, was ist in 20 Jahren, sondern uns auch bewusst zu machen, dass obwohl die Digitalisierung gerade eine enorme gesellschaftsprägende Dynamik hat, es nicht die Digitalisierung gibt, sondern es gibt ganz unterschiedliche Formen von Digitalisierungsprozessen. Und da gibt es sicherlich manche, mir fallen da auch einige ein, die brauche ich jetzt gar nicht benennen, Sie kennen Ihre ungeliebten Prozesse selber, die vielleicht eher negativ ablaufen, auch im Sinne von vom Wohlbefinden Einzelner oder dass auch zum Beispiel manche Bevölkerungsgruppen, oftmals auch viele ältere Menschen, sozusagen da ausgeschlossen werden aus den Veränderungsprozessen. Und aber ich glaube, wir können schon auch uns bewusst machen und versuchen mitzugestalten, was wären eigentlich wirklich positive Formen von Digitalisierung. Also ich glaube, es könnte auch möglich sein, sowas wie ein Altenheim zum Beispiel, mit Hilfe von Digitalisierung, also nicht Digitalisierung als Selbstzweck, wir bauen da jetzt alles digital rein, sondern dass das eventuell sinnvoll auch die Pflegetätigkeiten oder auch die Kommunikation mit den Angehörigen ergänzen kann. Die Frage ist halt, wie machen wir das? Und das müssen wir uns als Gesellschaft klar werden. Und da braucht es dann auch sozusagen interdisziplinäre Forschung, die da mithilft, das rauszukriegen. Und deshalb glaube ich schon, dass Digitalisierung ganz unterschiedlich gestaltet werden kann. Oftmals wird sie eher negativ gestaltet. Es gibt aber auch Möglichkeiten, damit positiv umzugehen, dass man eben nicht das soziale Leben irgendwie ersetzt oder jetzt alles nur noch in Bildschirme verlagert, sondern auch ergänzt durch neue Möglichkeiten, das zu tun. Ja, ich finde eigentlich offen gesagt, das ist ein ganz wunderbares Schlusswort. So, also weil es war auch eines meiner Hauptanliegen zu zeigen, dass es eben um die soziale Einbettung technologischer Innovationsprozesse geht und nicht um die Digitalisierung sorgt da und dafür sozusagen, sondern dass es ein gesellschaftlicher Aushandlungsprozess sein muss, wie digitale Technologien Eingang finden in unser Leben. Okay, vielen Dank. Vielen Dank an Sie für die vielen spannenden Diskussionsbeiträge. Schön, dass Sie da waren, trotz des schönen Wetters. Wir haben uns wirklich sehr gefreut, hier wieder ein volles Haus zu haben. Und ja, ich glaube, es ist ein Thema, über das man noch lange nachdenken, lange reden kann. Und wir hoffen, dass Sie Inspiration mit nach Hause nehmen, vielleicht die eine oder andere Idee oder ein Thema, über das Sie irgendwie im Freundeskreis oder in der Familie sprechen wollen. Ja, weil, wie Christoph gesagt hat, es ist ein gesellschaftlicher Aushandlungsprozess und wir haben die Möglichkeit, den ein Stück weit zu gestalten. Genau. Sie haben neben den zwei Kreisen auf Ihren Plätzen jeweils noch ein DIN A4-Blatt gefunden. Oder wenn Sie jetzt schauen, finden Sie es jetzt. Da können Sie, wenn Sie möchten, sich für unseren Newsletter eintragen. Dann werden Sie informiert, wann die nächste Veranstaltung stattfindet. Und wenn Sie möchten, können Sie uns auch ein kleines Feedback zu der Veranstaltung geben. Ja, und dann wünschen wir Ihnen noch einen schönen Abend.
Und ja, schön, dass Sie da waren. Dankeschön.